Die Kampfhandlungen in der Ukraine gehen vor allem aus der Luft mit unverminderter Härte weiter. Das russische Verteidigungsministerium veröffentlichte dieses Videomaterial von Luftangriffen auf ukrainische Militärfahrzeuge und ein Lager. Der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Kanaschenkov, bestätigte den ersten Einsatz der Hyperschallrakete Kinschall in einem Kampfgebiet. Sie habe ein unterirdisches Munitionsdepot zerstört. Insgesamt sind seit Beginn der militärischen Spezialoperation 196 unbemannte Fluggeräte, 1438 Panzer und andere gepanzerte Kampffahrzeuge, 145 Mehrfachraketenwerfer, 556 Feldartilleriegeschütze und Mörser sowie 1237 spezielle Militärfahrzeuge zerstört worden. In Mykolajew im Süden der Ukraine ist eine Kaserne dem Erdboden gleichgemacht worden. Dort sollen zum Zeitpunkt des Luftangriffes 200 Soldaten übernachtet haben. Dutzende Tote seien während der andauernden Rettungsarbeiten geborgen worden, berichtete der Bürgermeister von Mykolajew. Es gibt taktische Gefechte von lokaler Bedeutung. Das Hauptaugenmerk des Feindes bleibt das gleiche. Dies betrifft Isjum, Wolnowach, Mariupol, Cherson, Mykolajew. Nach vorläufigen Angaben wurde der Kommandeur der 8. Militärischen Armee des südlichen Militärbezirks der Russischen Föderation getötet. Einen zum Stillstand gekommenen Autokonvoi und Zerstörungen gewaltigen Ausmaßes zeigen Satellitenaufnahmen aus der seit Wochen umzingelten Schwarzmeermetropole Mariupol. Dort sollen russische Truppen die Kontrolle über ein wichtiges Stahlwerk übernommen haben. Es gibt aber auch Hoffnungsschimmer. Die Regierung in Kiew berichtete, man habe sich mit Russland auf die Einrichtung von 10 Fluchtkorridoren geeinigt.